Bühne frei für die jungen Talente des Bezirks. 185 junge Musikerinnen und Musiker, so viele wie nie zuvor, stellten sich in den vergangenen Monaten der Herausforderung einer Übertrittsprüfung. Das ist ein ganz beachtlicher Querschnitt und das ist der beste Beweis, dass junge Leute sich mit dieser Musik identifizieren, mit dem Instrument identifizieren, das ganze Proben in Kauf nehmen. Einer ist lustig, sie kommen auch bei den Musikvereinen zu den Proben, bei den Jugendkapellen, sie lernen in der Landesmusikschule, sind aktiv bei Ensembles dabei, machen Wettbewerbe, Primula Musiker. Also ich glaube, die Begeisterung ist nach wie vor genauso groß wie früher. Und dass es vor allem so viele junge Menschen gibt, die musizieren wollen, die Ausbildungen machen und die damit also ungemeine Qualität auch anbieten. Es ist eine Riesenfreude, dass das möglich ist und dass das so gelebt wird. Als sichtbares Zeichen ihres Erfolges durften sie nun ihre Musikerleistungsabzeichen in Empfang nehmen. Verliehen wurden Junior-Leistungsabzeichen sowie Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Ein Zeichen von viel Fleiß, Mühe und Zeit. So jeden Tag geht es einmal los mit so 15 Minuten einmal, dass einmal der Ansatz schon klar weiß, beginnt. Dann wird es natürlich immer lustiger, wenn dann auch schon Melodien kommen, was man auch dann im Gehör hat. Und dann ist schon so, dass man sagt, so im Schnitt so 20 Minuten gegen eine halbe Stunde übt er schon, ja. Mir macht es einfach so Spaß, weil es so ein schönes Instrument ist und die ganzen Ausrückungen gefallen mir. Überhaupt bei der Jungmusik. Ich spiele Querflöten und mir gefällt halt die Musik gescheit und ja, bei der Jungmusik. Ein großer Dank gilt deshalb auch den zahlreichen Jugendreferenten im Bezirk Grieskirchen. Die Jugendreferentinnen von den Musikvereinen sind sehr engagiert. Sie machen viele Projekte, sei es in die Volksschulen Musikvermittlungsprojekte, dass sie wieder zu neuen Mitgliedern kommen oder auch die Jugendkapellen in die Vereine sind sehr aktiv, wo es immer wieder neue Ideen gibt für neue Projekte und auch natürlich das Jugendkreativ, das wir eben im Rahmen vom Bezirksmusikfest immer machen, ist ein besonderes Highlight im Jahr. Der wichtigste Partner für den Oberösterreichischen Blasmusikverband ist hier das Landesmusikschulwerk. Das Landesmusikschulwerk bildet aus und der Blasmusikverband sieht seine Rolle in der Fortbildung, die Musikvereine zu unterstützen, zu positionieren und ihnen zu helfen. Und darum ist es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und die ist sehr wichtig und auch richtig. Musikalisch umrahmt wurde die Premiere von der Band Clary Sax and Rhythm.